Ich bin der kleine Nico hier unten. Hallo! Sag mal! Wahnsinn, wie billig die Scheiße ist! Scheiße! So eine Scheiße! Das ist doch Kacke! Bist du schon wieder da oder was? Dieses fette Vieh von vorhin! Guten Tag! Guten Tag. Dreh ist vorbei, war mega anstrengend. Eigentlich würde ich am liebsten ins Bett gehen. Problem ist, ich habe mir so eine eigene Deadline gesetzt, weil die weiße Anlage ist, wie gesagt, für meinen Vater, die schwarze ist für mich. Und wir fahren bald in Urlaub und ich will die nicht erst 2 Wochen danach geben. Deswegen muss die wirklich in den nächsten Tagen fertig werden. So, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, was wir jetzt genau machen. Also das Problem ist, das USB-Kabel, was praktisch innen vom Anschlussfeld bis zum DSP gehen soll, was ja nicht gepasst hat, wie ihr gesehen habt, das müssen wir jetzt irgendwie doch nehmen, weil das linke USB-Kabel, was ich vor 2 Wochen bestellt habe, gammelt irgendwo seit 2 Wochen in der Weltgeschichte herum und wird auch erst in den nächsten 2 Wochen eintreffen, so wie Amazon es sagt. Zum dritten Mal entschuldigen Sie sich jetzt für die Verzögerung, wo ich mir auch denke, ja, danke. Das heißt, wir müssen wir gucken, ob wir den USB-Stecker, den großen USB-A-Stecker, noch ein bisschen aufgeschnitten kriegen, dass wir das Kabel einfach rumgewinkelt kriegen. Ich meine, an sich ist das nicht so schlimm, wenn da eine ganze Menge fehlt, weil es bleibt ja für immer da drin. Es wird ja niemals rausgezogen oder so und theoretisch braucht es ja keinen Knickschutz. Da müssen wir so ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Dann haben wir noch auf dem Zettel zu stehen, die Schallwand hier weiß zu machen. Und ich glaube, was wir heute zuerst machen, ist vielleicht die beiden erstmal intern weiß streichen. Einmal hier vorne und einmal da hinten, damit das über Nacht trocknen kann, wir morgen das mit Speakern und Kabelbäumen bestücken können. Und ich habe die beiden Rahmen auch schon fertig für die weißen Tops. Damit können wir schon mal den Bespannstoff machen. Und wenn wir den gemacht haben, können wir auch schon die Rahmen, glaube ich, für die schwarzen Boxen leihen. Also wir haben auch eine ganze Menge noch zu tun. Auch wenn es wenig aussieht, weil die Anlagen fast fertig aussehen, ist das noch eine ganze Menge zu machen. Und womit wir anfangen, überlege ich mir jetzt. Und das seht ihr dann. Ohne Scheiß. Ich bin eigentlich todmüde. Egal. So, 2,5 Stunden sind vergangen, das merkt ihr ja gar nicht. Außer, dass ich halt ganz schön müde werde. Es ist 1.50 Uhr nachts. Und es war nicht viel zu filmen, weil ich baue, wie gesagt, 2 Systeme und ich muss ja immer, wenn praktisch ich gerade nichts zu erklären habe, praktisch hole ich die andere Anlage auf. Ich zeige euch da logischerweise die ganzen Schritte nur bei einer Anlage und dementsprechend dauert es bei mir halt doppelt so lange, die zu bauen, weil ich eben 2 baue. Deswegen wirkt es bei euch wahrscheinlich so, als wenn ich total langsam wäre. Ihr habt ja in einem der letzten Teile gesehen, dass wir hier dieses USB-Kabel ein bisschen präpariert haben. Aber leider war der Stecker hier noch zu lang. Ich will mir jetzt irgendwas ausdenken, dass wir den kürzer kriegen. Wir müssen ungefähr 1 cm weiter runter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den ganzen Knickschutz hier komplett irgendwie abmachen, das Kabel hier rumlenken. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Bin da nie umsonst, Herr Deutschland. Das muss es sein. So, ich bin echt gespannt, wie wir das hier hinkriegen. Auf jeden Fall, logischerweise, müssen wir die beiden erstmal abmachen. Und jetzt nehmen wir uns mal, was haben wir hier, schöne, nur ein Cuttermesser. Ja, ein Cuttermesser ist gut. Jetzt würde ich sagen, versuchen wir irgendwie vielleicht diesen Knickschutz hier ein bisschen zu schälen. Ich glaube, das könnte echt schwierig werden. Ja, nö, eigentlich ziemlich leicht, billiges Kabel. Also hierbei ist es auch echt nicht wichtig, ob es schön aussieht, weil es ist ja alles intern. Das ist ja nichts, was man irgendwie draußen sehen kann und es soll nur funktionieren. Also das muss ja jetzt nicht extrem viel standhalten, wenn man den Stecker ja nicht mehr als normaler Konsumer verwendet und dauernd anfasst und rein rauszieht. Es bleibt ja für immer an Ort und Stelle und da braucht man keinen Knickschutz. Da kann man das Kabel auch jetzt beim Abfriemeln ein bisschen misshandeln. Natürlich muss es aber top in Schuss bleiben, das ist schon klar. Also das Kabel selber muss in Schuss bleiben, aber das Ganze drumherum kannst du halt weghauen. Guck mal, jetzt haben wir hier eine ganze Ecke rausgebrochen. Und das war übelst einfach irgendwie. Also wirklich stabil ist das Ganze hier auch nicht. Ich finde es gerade unfassbar krass, wie einfach es ist, diesen Stecker hier zu präparieren. Das ist ja der Hammer, ey. Das ist wirklich, also ich streng mich nicht mal an. Das ist wirklich, als wenn ich hier durch Butter schneide. Wahnsinn, wie billig die Scheiße ist. Ich melde mich wieder, sobald ich das ein bisschen zerfriemelt habe. Also auf jeden Fall sieht der USB-Stecker jetzt ein bisschen anders aus als vorher. Ich finde ihn ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Einmal habe ich hier ein bisschen in die Ader reingeschnitten. Das ist mir doch ein bisschen peinlich. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich habe jetzt hier nichts durchtrennt oder irgendwas. Es ist wirklich nur der... Oder habe ich hier was durchtrennt? Ja, und wie? Scheiße! Oh Mann! Ich habe den roten durchtrennt. So eine Scheiße. Das ist doch Kacke. Naja, jetzt muss... Mein jetzt. Jetzt muss ich mir das irgendwie... Oh, es ist einfach zu spät, Leute. Es ist einfach zu spät. Here you can see... Der USB-Stecker-Friedhof.
Wie ich das Ding zerpflückt habe, das ist alles vom USB-Stecker hier. Ich Idiot habe ja eine rote Ader durchtrennt. ein bisschen doof gelaufen. Aber ich habe zum Glück ein ganz bisschen Spiel noch und kann es wieder ranlöten. Ich werde mir hier so einen Mini-Schrumpfschlauch nehmen und den abmachen, dass der nicht mit der Erde zusammenkommt, die irgendwie bei dem Kabel komplett frei liegt. Also nicht mehr nur als Mantel, sondern wirklich auch der einzelne Draht liegt die komplett frei. Ich meine, was wundert mich da eigentlich? Eigentlich ist es voll normal. Ihr müsst wissen, ich stehe schon ein bisschen neben mir. Bin einfach schon viel zu lange wach. 3 Tage wach. Truff. Scheißlied. Jetzt verzinnen wir mal diesen Mini-Klingeldraht. Nicht mal selbst Klingeldraht ist stärker als das hier. Der Lötkolben ist echt gut, ey. Ich verlinke euch mal den Lötkolben in der Videobeschreibung. Der ist wirklich geil. Ich hab den jetzt schon ewig. Wir hatten den auch bei Edelmatt. Die sind definitiv mit Weller vergleichbar. Was ja schon echt krass ist, wenn ich das sage. Also die alten Weller haben teilweise mehr Probleme gemacht bei uns als diese Dinger. Weil ich glaube, die kostet 50 Euro die Station. 50, 60 Euro oder so. Und ich finde sie derbe gut. Deswegen, wer eine braucht, checkt mal unten aus. Da könnt ihr euch mal den Preis angucken und gegebenenfalls erwerben. Muss ich den Scheiß hier irgendwie zusammengelötet kriegen? Ich glaube, ihr seht das gerade gar nicht, wenn meine Handschuhe davor ist. Ich habe sowieso irgendwie die Kunst in diesen ganzen Bauvideos, immer irgendwas vor die Kamera zu stellen. Ey, so richtig dumm, wirklich. So, komm, sollten wir schrumpfen, nicht ankokeln. So, den dicken hier muss ich erstmal aus dem Haus holen. Das ist ja unser halbfertiger Bass. Das Einzige, was an dem wirklich noch fehlt, ist nämlich dieses scheiß USB-Kabel. Das ist der einzige Grund, warum er noch nicht fertig ist. Ich würde sagen, den packen wir jetzt mal auf den OP-Tisch, machen das Kabel ran und ich habe jetzt auch endlich übrigens nach Wochen meine schwarzen M4-Schrauben bekommen, dass es auch schick aussieht, das ist die Anschrauberei. Und dann können wir den ersten Bass wirklich schon komplett fertigstellen. Ich bin begeistert. Dann haben wir ja heute doch noch was geschafft, gefühlt. So, nachdem wir unseren OP-Tisch sauber gemacht haben, kommt der erstmal ruf. So, die Sitzgelegenheit kann jetzt hier auch mal weg. So, dann schrauben wir erstmal die beiden provisorischen M4-Schrauben raus, die nur daran. Die nur dafür da waren, damit die Faceplatte nicht rausfällt. Das war nur so ein Provisorium. Aber hört ihr eigentlich auch die ganzen Fliegen, die hier rumflattern? Also, das nervt mich also auch mega ab, dieses Viehzeug, aber. Das brummt und sort hier alles. Ich weiß gar nicht, ob ihr das durch Mikro überhaupt hören könnt. Achso, genau. Wir haben völlig vergessen, den Kabelbinder erstmal rumzumachen. Natürlich auch dumm. Wisst ihr was? Ist mir völlig egal, nehmen wir uns einfach einen neuen. Ich hab keinen Bock hier, diesen einen. Alter, was ist denn hier los? Überall greift mich dieses Scheißzeug hier an. Jetzt mach den scheiß Kabelbinder hier rum. So. Gucken wir mal, ob das Nico hier irgendwie ohne Behinderung hinkriegt. Ey, dieses Viehzeug hier, das nervt mich voll ab. Ich sag, wie es ist, Leute. Sag mal, hast du eine Macke, Alter? Was bist du überhaupt für ein Vieh? Jetzt werden mir schon die ganzen Tierschützer sagen, Nico, wie kannst du sowas tun? Kennt ihr diese elektrischen Fliegenklatschen, die so richtig schön schocken? Davon haben wir 2 Stücke. Werde ich gleich mal hier im Akimbo irgendwas machen. Alter, ich hol jetzt mal eine Klatsche, keinen Bock mehr hier. So, Leute, jetzt wird gebritzelt, Alter. Jetzt wird gebritzelt, Mann. Wo ist dieser fette Brummer eigentlich, der die ganze Zeit hier rumbrummt? Hier. Alter, was bist du eigentlich? Das Vieh macht mir Angst. Das ist voll groß. Komm. Hä? Boah. Der fliegt ja noch weiter. Ich hab ihn getroffen damit. Der fliegt ja noch weiter. Ich hab ihn getroffen. Es ist hier unten. Der liegt hier irgendwo unten. Wartet mal, Leute. Mal gucken. Boah. Also ich hab das Vieh gerade da unten gesucht, aber ich hab's nicht gefunden. Wer weiß, in welcher Hölle das jetzt gerade rumschnorrt oder in welche Hölle ich jetzt deswegen komme. Hat mich einfach genervt. Auf jeden Fall ist es weg. Das ist die Hauptsache. Weiter im Text. So, wie gesagt, vorsichtig rausziehen, weil wir haben ja hier unsere Stromversorgung für den DSP und auch ein bisschen NF-gedönst für unsere Potentiometer. Jetzt stecken wir den USB hier rein und die andere USB-Seite da rein. Yippie! Ich glaube, wir machen noch ein. Das scheint ja hoffentlich zu funktionieren. Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Dann bin ich ganz schön genervt. Deckel drauf, da haben wir unseren ersten Bass fertig, Leute. Also wenn das jetzt mit dem USB hier passt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt passen wird. Und wenn nicht, dann wäre es echt ganz schön scheiße. Sieht gut aus. Hey, es passt, ich bin begeistert. So, nachdem nach Wochen endlich meine schwarzen M4-Schrauben ankamen, damit wenigstens ein paar Schrauben hier auch schwarz und nicht alle komplett silber. Gut, mir fallen die ersten runter. Können wir jetzt auch endlich mal unsere Faceplate anschrauben und dann haben wir den ersten Bass fertig. Jo, hey! Ich habe mich, glaube ich, jetzt schon 5-mal über dieses Bass ist fertig gefreut. Unfassbar.
Ich glaube, ich werde mich in der Post-Production wieder hassen. So, nach der Schraube Nummer 50.000 haben wir jetzt endlich mal das Anschlussfeld richtig schön fest hier schrabbelt. Und wir sind mit der Rückseite wirklich fertig. Es ist unglaublich stabil, hält richtig gut was ab. Auch Stecker rein und raus machen ist richtig fest. Also hier bewegt sich gar nichts mehr. Bin damit megamäßig zufrieden. Natürlich müssen wir noch mal ganz am Ende hier die schwarzen Kanten nochmal weiß streichen. Das mache ich auch. Ich werde ganz am Ende nochmal hier abkleben und nochmal die Box nochmal eine Schicht weiß draufpacken, dass die wirklich richtig, richtig lecker neu aussieht. Alter, was fliegt hier schon wieder um meinen Kopf? Bist du schon wieder da oder was? Dieses fette Vieh von vorhin. Boah, Mann, Alter, verpiss dich. Ja, also nochmal eine Schicht weißen Lack kommt drauf. Und natürlich wird die Platte nochmal hier hinten mit Glasreiniger nochmal sauber gemacht. Das ist vollkommen klar. Überall sind hier noch ein bisschen Späne, ein bisschen Fingerabdrücke und so drauf. Zwischendurch habe ich Chips gegessen, deswegen auch ein bisschen fettig drauf. Naja, muss auch mal sein, ne? Aber an sich zeige ich euch mal kurz das Endergebnis. Ich finde, das Endgewicht geht auch voll klar eigentlich. Das ist jetzt praktisch das Endanschlussfeld, wie es aussieht. So, wie gesagt, von vorne. Ich finde den Bass echt, echt hübsch und bin echt gespannt, wie er klingt. Also ich werde morgen, wenn die weißen Tops auch fertig sind, werde ich morgen mal das Ding anschmeißen und die ersten Versuche machen. Ich bin mega gehypt drauf. Ich habe mir auch schon das Plugin von MiniDSP runtergeladen, beziehungsweise bezahlt und dann runtergeladen. So eine Scheiße für ein Plugin nochmal extra was zu bezahlen, wäre echt... Na gut, da sei weiter gestellt. Das heißt, wir können wirklich morgen schon mal ein bisschen Crossover spielen, ein bisschen parametrische EQs ziehen und so weiter. Und ich bin mega gehypt. Ich habe am liebsten jetzt schon Bock, aber ich kann jetzt keinen Mucks mehr Krach machen. Und ich glaube, da will ich auch richtig schön fresh im Kopf sein und nicht so komisch wie jetzt gerade. Ich mache sie gerne an und aus, habe ich Bock drauf. Macht Spaß. Yeah. Ich hoffe, nur unser USB reagiert, dass wir da keinen Scheiß gelötet haben, aber sollte passen hoffentlich. Ich schwöre euch, ich finde dieses Scheißvieh noch. Wo sitzt der gerade? Hau ab! Was ist, wenn der stechen kann? Das weiß ich halt nicht. Hier ist der Fette. Ich dachte, du fliegst auch mal hier rein. Ich meine, ey, hallo! Ich sehe immer, wenn der Nico mit einer Klatsche kommt, ist das fette Vieh weg. Aber ich glaube, ich mache für heute Feierabend. Ich gucke mal noch eben, wie weit der Lack ist bei den weißen Boxen und dann mache ich auch den Kabelbaum noch und schraube den FW32 rein und so Rahmengeschichte und so machen wir morgen. Hauptsache, wir haben morgen erstmal einen Ton raus. Yeah! Mir fiel noch was ein. Wäre ja auch zu einfach, wenn es schon fertig wäre, aber. Und zwar haben wir was vergessen. Was haben wir vergessen? Damit, wenn ich unten an das Zerkratzen dann sicher steht. Die Gummifüßchen, die ich von Adam Hall bestellt habe. Wie gesagt, Link zu allen Teilen natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal angucken. Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe sieht es denn schon aus? Ich meine, je weiter außen die Füße sind, desto stabiler steht der Lautsprecher. Das ist klar. Nun will ich aber nicht, dass das Ding genau an der Seite klebt. Auch klar. So, na, mal gucken. Wo packen wir den hin? Ich glaube, so weit innen ist eine coole Geschichte. Messen wir mal kurz ab. Das sind jetzt so ungefähr 2,5. Das ist doch eine super Sache. Sollte man nicht tun, aber könnte man theoretisch ohne Vorbohren machen. Sieht man mich überhaupt? Ja, ich bin der kleine Nico hier unten. Hallo! So, jetzt machen wir erstmal, komm, nehmen wir mal erstmal einen kleinen Bohrer hier zum Vorbauen. Vorbauen, ne, gleich. Ich drehe schon durch. Zum Vorbohren. Ja, ich weiß, ist der völlig falsche Bohrer. Ist ein Edelstahlbohrer, aber ich habe leider keine Holzbohrer in der kleinen Größe. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir erstmal den. Das ist ja auch nicht so schlimm. So, das ist okay. Dann nehmen wir uns jetzt unser Füßchen und unser Schräubchen und unser Schräubchen-Dreherchen. Und dann, ich weiß, mein Arm ist schon wieder im Weg, aber ist jetzt nur mal so, müsst damit leben. So, der Fuß ist auf jeden Fall fest. Das mache ich jetzt mit allen vier Füßen, logischerweise. Und dann ist er aber wirklich fertig. So, natürlich konnte der Nico nicht aufhören zu bauen, das ist vollkommen klar. Es ist übrigens mittlerweile 2.45 Uhr. Ich wollte euch mal zeigen, jetzt habe ich es nochmal hier gut sichtbar, sage ich mal, wie es aussehen sollte, wenn ihr Speakon wirklich ordentlich verdrahtet. Ja, so ist der typische Würfel und so sollte es von hinten aussehen. Ich habe, wie gesagt, die Speakons vierpolig komplett durchgelinkt, das ist wirklich auch mit 2,5 Quadrat Kabel, dass wir wirklich auch mit hohen Lasten vierpolige Kabel auch an diesem kleinen Würfel wirklich ohne Probleme durchlinken könnt. Das Top selber greift sich die Polung bei 1+1- ab, deswegen gehen bei der Einbuchse bei 1+1- auch zwei Kabel weg, wie man hier sehen kann. Ansonsten, wie gesagt, überall eins und ich empfehle euch wirklich, Scheißvieh, macht überall Schrumpfschlauch ran, sollte mal eins abgehen oder irgendwas,
kann eigentlich nicht passieren, aber wenn es passiert, kann es eure Endstufe in die Ruine treiben und das Ganze macht es auch nochmal ein bisschen sicherer und vor allem auch viel stabiler und auch hübscher. Gut, hübsch ist in der Box echt scheißegal, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Genau, also so soll es ungefähr aussehen. Jetzt kommen die Buchsen in den Lautsprecher rein, also ins Gehäuse rein. Dann kommt nochmal der Breitbänder hier vorne rein. Und dann, glaube ich, mache ich Feierabend. Ich weiß es nicht. Habe ich gerade eben schon gesagt, aber ich weiß es nicht. So kann ein Clip anfangen. Ich wollte eigentlich dann auch die zweite weiße Box fertig machen. Ich habe jetzt drei Topteile fertig. Beide schwarze sind fertig. Eine weiße ist fertig. Ich wollte gerade noch die andere weiße machen. Habe auch schon gebohrt und so weiter. Aber ich habe gedacht, nee, Mann, das schaffst jetzt keine weitere halbe Stunde noch. Es ist jetzt 3.30 Uhr. Ich bin irgendwie brutal geredet. Der Dreh war anstrengend und das Bauen jetzt, nee, Mann, ich gehe jetzt ins Bett. Hab jetzt die Schnauze voll. Wir machen morgen weiter. Ich lasse die Werkstatt einfach jetzt so richtig hässlich und unordentlich, wie sie hier ist. Mein Vater wird mich dafür umbringen, wenn er, falls er morgen hierher kommt. Ich weiß es nicht, aber ich habe keine Power mehr. Gut, ich nehme jetzt noch mein Handy mit. Lötkolben ist aus, sehr gut. Und wünsche euch noch, wann auch immer ihr das Video guckt, einen schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer. Gut, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt echt ins Bett. Macht's gut, Leute. Ciao. Buh.